LibreOffice. Einführung in Writer. Nicht aufeinanderfolgenden Text markieren. Nicht aufeinanderfolgende Objekte mit der Maus auswählen. Erstens wählen Sie zuerst ein Stück Text. Zweitens halten Sie die STRG-Taste gedrückt und markieren Sie mit der Maus ein anderes Stück Text. Drittens wiederholen Sie das so oft wie nötig. Nun können Sie den ausgewählten Text bearbeiten, ihn zum Beispiel kopieren, löschen, das Aussehen verändern und so weiter. Nicht aufeinanderfolgende Objekte mit der Tastatur auswählen. Erstens markieren Sie zuerst ein Stück Text. Gehen Sie mit dem Cursor an eine bestimmte Stelle, halten Sie die Shift-Taste gedrückt und markieren Sie den Text nun mit den Pfeiltasten. Zweitens drücken Sie Umschalt-Taste und F8. Das setzt Writer in den Modus Auswählen das Wort ERG, erscheint in der Statusleiste. Drittens benutzen Sie die Pfeiltasten, um zum Beginn des nächsten Stücks Text für die Auswahl zu gehen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und markieren Sie das nächste Textstück. Wollen Sie einen weiteren Abschnitt hinzufügen, beenden Sie den Modus mit Umschalt F8. In der Statusleiste erscheint wieder STD und führen Sie die Schritte 2 bis 4 erneut aus. Nun können Sie mit dem ausgewählten Text arbeiten. Drücken Sie abschließend Umschalt F8, um den Modus zu beenden. Durch Drücken von Escape wird der Modus ebenfalls beendet, aber gleichzeitig die Markierung aufgehoben. Ciao und viel Glück!